Ihr habt es gehört, gerade am Auto angekommen. Die Gewitterwarnung, die Sirene hat geheult. Und somit haben wir doch alles richtig gemacht. Ja, so viel dazu. Es hat gerockt, es hat gefetzt. Jetzt am dritten Tag ist man im Urlaub angekommen. Es ist die Freiheit, einfach keinen Luxus zu haben. Wir haben keinen Luxus. Wir laufen 5 Stunden von einer Hütte zur anderen Hütte. Bei der einen gibt es nicht mal eine richtige Dusche. Bei der anderen gibt es fast kein fließend Wasser. Es ist Luxus, kein Luxus zu haben. Guten Morgen zusammen. Morgen. Ja. Wir melden uns vom Rittner Hornhaus. Haben die Nacht hier übernächtigt. Also haben die Nacht hier geschlafen. In der Schutzhütte. Ein sehr nettes Team vor Ort. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe Sonnenmilch zu Hause vergessen. Obwohl meine Tante, die mit zusammen mit meinem Onkel ja gute Bergerfahrung hat, mir den Freitag vor der Abreise noch gesagt hat: Thorsten, denk an Sonnenmilch. Klar, mache ich. Was habe ich vergessen? Sonnenmilch. Und somit habe ich mir gestern schon einen schönen, leichten Sonnenbrand eingefangen. Die Betonung liegt auf leicht. Genau, leicht. Dazu gepaart mit dem Rucksack. Es gibt nichts Schöneres jetzt, den Rucksack über dem Sonnenbrand. Aber naja, selber schuld. Ja, die Etappe führt uns jetzt zum, da steht's, über den Weg Nummer 1 zum Gaststeiger Sattel. Und dann geht's weiter. Heute erwarten uns circa 980 Höhenmeter. Also es wird auch nochmal extrem spannend. Ja, und ihr seid wieder mit dabei. Wir geben unser Bestes. Wie gesagt, keine YouTube-Erfahrung. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wir nehmen euch mit, gucken, dass wir euch die Landschaft zeigen. Und da würde ich sagen, bis später. So, wir laufen immer noch den Weg Nummer 1 weiter bis zu unserem ersten Meilenstein. Wir werden nach unserem ersten Meilenstein im Weg Nummer 1 auch noch weiter folgen. Und dann geht es irgendwann auf den Weg Nummer 2b, glaube ich. Aber das werdet ihr noch erfahren. Anfangs habe ich ja schon erklärt, weshalb ich auf einmal Timos Kamera dabei habe. Und wir wurden inspiriert von dem Kanal Ruhrpott Outdoor, weil der Dr. Ost war auf einmal mit der Kamera unterwegs, hat uns, die Kanalmitglieder, mitgenommen auf seine Wanderung. Grüße gehen hier raus an Dr. Ost. Sehr authentisch. Ich schaue es immer sehr gerne und ich hoffe, er macht weiter und nimmt uns noch oft mit. Und somit kamen wir dann darauf und dachten, mein Gott, warum kann ich nicht einfach auch mal die Kamera mitnehmen? Und die Kanalmitglieder vom Kanal Waldkult auf meine Wanderung mitnehmen. Ja, wer den Kanal Ruhrpott Outdoor nicht kennt, den werden wir hier verlinken. Und zwar hier oben, ne? Timo verlinkt das hier. Ich mach das nämlich nicht. Und dann schaut mal vorbei bei den Jungs. Die haben echt geile Formate auf ihrem YouTube-Kanal. Kann ich nur empfehlen. Bis dahin. Musik
Hi. Ich muss ja sagen, ich habe echt Respekt vor den Tieren, ne? Vor allem. So Leute, es folgt die erste kleine Rast. Wo wir genau sind, ob das jetzt schon dieser Sattel ist oder nicht, das kann ich gar nicht sagen, da bin ich ehrlich. Hinter jedem Berg folgt eine Aussicht nach der anderen, es ist unglaublich. Aktuell haben wir, Moment, 9.31 Uhr, sprich halb 10 Uhr und wir haben, ich schaue aufs Thermometer, knapp über 20 Grad. So, das heißt, es könnte heute wirklich ein sehr, sehr heißer Tag werden. Morgen sollen es unten im Tal in Sahntein um die 40 Grad werden. Da sind wir doch froh, dass wir hier oben über 2200 Höhenmeter haben und es hier definitiv kühler wird. Ja, so viel dazu. Aber wir haben schon wieder eine Bombenaussicht. Viele Wanderer machen hier gerade Platz. Die machen Platz, genau. Platz. Die machen Platz für uns. Die machen Platz und wir geben denen ein Leckerchen. Nein, die pausieren hier, rastieren hier, läuft bei mir. Genial. Und trotzdem wieder ein Bombenausblick. Blick. Mein Gott, jetzt habe ich es aber. Ich glaube, die Luft hier ist zu dünn für dich. Und ja, den werde ich auch wieder zeigen. Dort, wo wir gerade rastiert haben oder pausiert haben, das war schon dieser Sattel, sprich unser erster Meilenstein. Jetzt geht es weiter auf Weg Nummer 2 und wir ballern jetzt die ersten Höhenmeter. Der Puls geht nach oben, man ist wieder komplett durchgeschwitzt, aber das ist das Geile daran. Und wenn wir oben sind, melden wir uns wieder. Auf geht's. Einfach nur idyllisch hier mit Fohlen. Jetzt habe ich mein Gesicht zentriert. Super. Hier seht ihr es. Wir haben auch schon viele Kälber gesehen. Esel, Schafe, Ziegen. Also lauft ihr durch die Alpen. Massig Nutztiere. Ich würde sagen, die haben hier das beste Leben, was man sich vorstellen kann. Und jetzt kommt ein richtig schöner Moment. Wir werden jetzt wieder ordentlich Höhenmeter ballern. Bibi? Höhenmeter, bist du dabei? Höhenmeter. Sie liebt Höhenmeter. Sie sagte, es gibt nichts Schöneres als Höhenmeter. Leute, es ist unglaublich. Hinter jeder Ecke wartet eine neue Panorama-Aussicht. Man denkt einfach, da ist eine riesige Leinwand. Das ist so unreal, aber schaut selber. Ich krieg Gänsehaut. Also, das ist einfach traumhaft schön. Ich weiß nicht, ob ich je in meinem Leben was Schöneres gesehen habe. Jetzt verlassen wir den Weg Nummer 2 und gehen runter ins Tal, also über den Weg 2a.
Dort treffen wir auf einen toten See. Und wir haben den schon von oben gesehen. Ihr, glaube ich, auch. Und dieser See, ja, ist wohl tot. Einfach auch mal die Kamera geschnappt und aktuell sind wir am Toten See angekommen. Es ist sehr schön, aber das Beste zeige ich euch jetzt. Na Thorsten, läuft bei dir? Es läuft. am Totenkirchlein. Das sind 10 Minuten Fußweg vom Totensee. Dort, wo wir gerade Pause gemacht haben. Und hier ist wieder ein atemberaubender Ausblick. Wobei eigentlich, wie ihr schon merkt, es ist einfach überall atemberaubend. Ich schwenke einmal rum und dann gehe ich mit euch mal in die Kirche und zeige euch die Kirche von innen. Wobei ich nicht weiß, ob man das überhaupt filmen darf, filmen sollte. Wenn nicht, wird der Timo das rausschneiden und ihr werdet das nicht sehen. Aber ich filme einmal rum. Wir laufen durch ein Hochmoor. Da geht so ein Wirtschaftsweg durch. Das soll aber gleich auch noch durchs Moor gehen. Über Holzbretter. Und wir laufen jetzt genau auf den Bergkamm der Dolomiten zu, den wir vom Rittnerhorn gesehen haben. So, im Hochmoor geht es aktuell jetzt gut bergauf. Sprich, wir sind wieder bei Ribbys Lieblingsbeschäftigung. Höhenmeter, Höhenmeter, Höhenmeter. Nicht wahr? Yes! Ironie aus. Die Sonne ist aktuell extrem. Und zwar haben wir laut Thermometer jetzt 27 bis 28 Grad. Und deswegen habe ich auch den Fischerhut auf. Die Sonne steht mir im Nacken. Und ich habe schon Sonnenbrand. Ja. Aber es geht weiter. Nicht aufhalten. Nicht aufhören. Und wir hören uns später wieder.
So Leute, wie ihr es gerade in den Aufnahmen gesehen habt, haben wir es geschafft. Wir sind am Latzfohler Kreuz angekommen. Das ist übrigens die höchste Wallfahrtkirche Europas. Ist auch nur zu Fuß begehbar. Es fährt hier kein Auto hoch, keine Seilbahn, keine Gondel, nichts. Das heißt, jeder, der hier oben war, der ist auch zu Fuß hier hoch und hat einige Höhenmeter hinter sich gelassen. Das Latzfohler Kreuz ist auch unser Etappenziel Nummer 2 der Hufeisentour. Hier werden wir heute Abend nächtigen, lecker essen, das eine oder andere köstliche Kaltgetränk verzehren, den Abend gemütlich ausklingen lassen und dann aber früh ins Bett, weil morgen wartet natürlich Etappe 3 auf uns. Tschüss!